Guten Morgen. So, gar nicht lange rummachen, weil wir haben eine lange Fahrt vor uns. Und erstmal Angie abholen, denn es geht heute ins Tropical Island. Ja, und um Material zu schonen, halte ich es jetzt heute Morgen knapp und wir sehen uns gleich bei Angie. Ich bin angekommen, schmeiße mir im Grunde genommen die Sachen ins Auto und dann geht's los. Ja, war jetzt ein bisschen stressig. Ich habe jetzt alles auch zusammenge... Ich denke, ich brauche eh nicht viel. Was brauche ich schon? Ist ja warm da, ne? Ich habe auch irgendwie... Sieht mich ja keiner. Kurze Hose und ein paar T-Shirts zum Abendsessen und ansonsten Badehose, Badeschlappen, Hast Bademantel. Hast du einen Bademantel dabei? Ja. Ja, ich auch. Den musste ich in eine extra Tasche tun, ja. Ja gut, wir haben jetzt noch schnell was gespachtelt, beziehungsweise essen Brötchen. Ich habe Gelbwurstbrötchen für dich gemacht. Ah, cool. Für die Fahrt. Ich habe gedacht, ich war bei Penny. Dachte ich mir, nehme ich dir was mit, komm. Sehr gut. Leute, 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 wir sind jetzt hier ganz knapp hinter Eisenach. An der wahrscheinlich aller schönsten Raststätte, die ich je gesehen habe. Ja, die ist wirklich idyllisch. Man könnte hier glatt bleiben, um Urlaub zu machen. Ja, wir haben jetzt gerade hin und her überlegt, rufen wir jetzt an im Tropical und sagen, nein, wir kommen nicht, wir finden es hier viel geiler. Aber wir sind gestärkt und wir machen uns jetzt auf den Weg. Genau, weiter geht's. Wir haben es endlich geschafft. Boah, 600 Kilometer später, wir sind da. Halb zehn. Es ist dunkel, es ist Nacht. Wir hatten einen mega Wolkenbruch zwischendrin. Ja, der war krass. Eine halbe Stunde. Aber wir sind da. So. Wir sind da und wir gehen jetzt auch rein, dass wir unser Zelt beziehen können und alles erstmal rein. Und ihr werdet ja alles noch sehen, wenn wir drin sind. Ne? Eben. Da, wir sind in der Südsee angelangt. Jo, das nach war cool. Nach einigem Hin und Her suchen nach unserem Zelt. Krass. Und jetzt ist es nach 10 und wir sind im Wasser. Ja, es ist 20 vor 11. Man darf hier 24 Stunden lang ins Wasser. Das ist unglaublich eigentlich, ne? Ja, krass. Unser Zelt steht direkt neben dem Rutschenturm. Der wird gerade gesäubert. Ich hoffe, die machen da später noch das Licht aus. Im Moment ist es noch etwas hell. Aber hier ist schon Nacht, also wir haben hier schon tropische Nacht. Jetzt sehe ich auch was, wo ich hier bin und es ist eigentlich total schön, sehr weitläufig. Ich glaube, hier werden wir morgen einen super schönen Tag verbringen. Auf jeden Fall. Wir haben uns auch schon den Saunabereich angeschaut, den müssen wir extra dazu buchen. Aber sehr, sehr schöne... Saunen von der Gestaltung. Wir konnten das von außen jetzt schon mal sehen. Das machen wir auf jeden Fall. Morgen ist Amazonia draußen, der Außenbereich auch noch mit geöffnet. Ja. Ja, und jetzt haben wir es 11:30 und wir bleiben jetzt einfach noch einen Moment sitzen, bis wir dann schlafen gehen. Genau. Neben uns im Zelt lebt ein Baby. Ja, was haben wir für ein Glück? Eben hat es schon geschrien. Ich bin mal gespannt, ob es heute Nacht schreit. Das wäre natürlich jetzt nicht so schön. Das wäre nicht ganz so schön. Vielleicht ist es ein sehr liebes Baby. Es hat nur mal kurz. Wir hoffen mal das Beste. Das ist jetzt das Innere unseres Zeltes. Und wir werden uns jetzt hier zur Nachtruhe begeben. Ja, wobei, ich bin auch schon sehr müde. Ja, so ruhig ist es gar nicht. Also hier ist irgendwie ein Gebläse direkt über uns, was tierisch laut rauscht. Dann, es ist hell. Ich meine, gut, ich habe jetzt noch extra Licht an, aber eigentlich ist es hier scheiße hell und es ist warm. Laut, warm, hell. Ja, so ist es halt. Jetzt motz nicht. Ich motze gar nicht. Ich werde wahrscheinlich auch gleich schlafen. Die Autofahrt hat mich ziemlich platt gemacht. Ich bin auch echt müde jetzt, muss ich sagen. Ja, wir schlafen mal eine Runde. Oh mein Gott. Morgen. Guten Morgen. Ah, hier draußen Wie ist es. Wie ist der Sand? Es ist ein bisschen frischer geworden, habe ich das Gefühl. Also ja, vielleicht drehen sie die Temperatur am Abend einen kleinen Ticken runter. Also ich habe sehr gut geschlafen. Ich war aber auch bis
sowas von kaputt gestern Abend. Ich glaube, ich habe die Augen zugemacht. Ja. Ja? Ja. So, und jetzt gehen wir frühstücken. So ist es. Everything you said, we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Willkommen in Amazonia, genau. Wir sind hier gerade hergebeamt worden, sozusagen, durch einen Langtransfertunnel. Landet man hier im Außenbereich. Sieht auch sehr schön aus, was ich davon erkennen kann. Ja, Till sieht ja nichts. Ich habe gesagt, merk dir bitte mein Bikini, bleib einfach bei mir. Der rennt ja auch immer weg. Ich werd das alles im Schnitt sehen, wie es hier aussieht. So wie ihr, ich guck's mir dann später an. Jetzt kann man auch die Halle mal richtig sehen. Von außen, genau. Von außen, es war ja gestern ein bisschen dunkel. Krasikowski. Auf jeden Fall haben wir heute blauen Himmel, es ist echt schön. Ja. Und wir haben heute Glück, gestern hat es ja eher geregnet. Ja, aber jetzt müssen wir ins Wasser. Auf jeden Fall, mal gucken, ob es kalt ist. Bisschen frisch ist es hier draußen, aber es geht. Es geht. Los! Vormittag jetzt badenderweise verbracht hier. Ja, das war schön. Wirklich schön, ja. Muss ich sagen, oder? Die Zeit ging auch wie im Flug wie rum. Im Flug. Also wir haben jetzt da geplanscht und dort geplanscht und sind gerutscht und da gerutscht. Und es war wirklich schön. Die ja. Zeit ging wirklich schnell rum. Und jetzt gehen wir Mittagessen. Richtig, vom Frühstück, bam, beamen wir uns jetzt direkt zum Mittagessen. Ja, sehr cool, was hier alles gibt. Flamingos. Und der eine wird auch voll gemobbt von den anderen. Ist gerade total rumgeschubst worden. Der tut mir jetzt ein bisschen leid. Naja. Aber die sind sehr süß. Was wirklich gibt's heute sehr Abend süß. Zu essen? War doch Flamingo. Mit Geflügel, oder? Hier gibt es ein Schmetterlingshaus. Also das so ein ist süß. Voll man krass. Sitzt hier quasi in einer Voliere mit Blüten. Und hier flattern ganz viele Schmetterlinge drin rum. Oh, riesige. Total. Also das habe ich jetzt selber... Ich meine, für Vögel kenne ich das jetzt, aber... Schmetterlinge, krass. Finde ich toll. Also total geflasht gerade so. Oh. Aber es ist wirklich so... Oh. Gerade Mittagessen. Ein relativ großes Buffet war jetzt okay. War okay. Und man ich wird jetzt satt, aber es war jetzt nichts Besonderes. Ja, oder so, es war jetzt auch nichts, wo ich sage, oh, da muss ich mir einen Nachschlag holen dabei, aber man kann es halt essen. Und ich habe natürlich direkt mal einen Fehler gemacht. Also hier muss man das Essen auf Teller packen, weil die das normalerweise wiegen. Wir haben jetzt Halbpension, das heißt, wir müssen unser Essen nicht wiegen. Und da war ein Topf mit Chili con Carne und ich habe so geguckt und ich hatte schon einen Teller mit Nudeln und dann habe ich gedacht, naja, so ein bisschen Chili geht auch noch.
geguckt und dann standen da so Suppenschalen. Da habe ich mir gedacht, ja gut, Chili mache ich da in diese Suppenschale. Ist nur für die Suppe. Ja, kam auch gleich einer an. So geht das nicht. Und ich so, was? Warum nicht? Wo soll ich es hin tun? Dann auf einen Teller, das muss gewogen werden. Ich so, ich bin doch Halbpensionsgast. Ach so, ja dann ist es egal. Tropenpark mitten im Hallenbad ist schon was Feines. Auf dem Weg zum Essen, was auch sonst. Es kommt euch jetzt natürlich sehr kompakt vor mit dem Essen, weil es natürlich alles zusammengeschnibbelt ist, unser Tag, aber ja. Ja, aber es ist eigentlich jetzt schon 7 Uhr oder so. Also, richtig. Wir können jetzt ruhig essen. Wir sind seit 7 Uhr wach, heute Morgen. Ja. Aber es fühlt sich natürlich alles total eng an. Der Tag ging sehr, sehr schnell vorbei. Aber hast du gesehen, wir haben andere Nachbarn. Also das quäke Kind ist weg. Ja, das Kind ist weg. Das heißt, jetzt haben wir einen neuen Nachbarn. Wir werden morgen nicht beim Krähen des Kindes geweckt. Wir sind wieder voll gefuttert. Obwohl, so viel haben wir gar nicht gegessen, weil wir eigentlich auch satt waren. Ich hatte auch gar nicht so viel Hunger, ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich esse den ganzen Tag. Ja. Irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Genau. Und wir werden. Jetzt wollen wir rutschen gehen, weil jetzt an den Rutschen, naja, weniger los ist. Gerade noch mal die Rutsche runtergedüst sind, quasi im Dunkeln, gehen wir jetzt noch mal raus. Da ist ja auch diese Außenwasser-Wild-Rafting-Bahn-Gedöns. Ja, wie auch immer, da war es so probieren voll wir jetzt. Vorhin. Ja, die probieren wir jetzt auch noch mal im Dunkeln. Schau mal, wie das Wasser auch dampft. Ja, das finde ich immer schön. Das ist toll.
Das ist kalt! Scheiße, ist das kalt! Total cool, in so einem Schwimmbad zu sein und es ist dunkel und man ist draußen unterwegs. Das hat schon was. Das ist sehr, 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 sehr. Ich übertreib's nicht. Es ist schon schön. Schön. Oh, Bubbel! Jetzt geht der Bubbel los hier. Herrlich. Das Wasser hier draußen ist natürlich auch so richtig badewannenmäßig warm. Das ist so geil. Und wieder durch das Gate zurück in die Halle. Stargate. Gate. Ja. Ja. Wir gehen jetzt in die blaue Lagune nochmal. Die ist jetzt bestimmt auch schön beleuchtet. Ja, wir haben uns vom Wasser verabschiedet, waren jetzt noch duschen und sind eigentlich schon komplett umgezogen. Yes. Mittlerweile ist es auch wieder dunkel in der Halle. Man merkt es am leichten Bildrauschen. Es ist auch schon, ich weiß nicht, es dürfte so um die 11 Uhr sein, denke ja, ich denk mal. Ich auch. Es ist schon ein bisschen später, es ist, die Rutschen sind zu, es ist jetzt nicht mehr so viel los wie gestern Abend auch. Ja. Und wir werden heute auch nicht so furchtbar lang mehr machen, glaube ich. Nein, wir also krabbeln jetzt gleich ins Bett und dann ist es gut, damit wir morgen zum Frühstück genau, wieder wollen, wach sind. Wir wollen zeitig morgen auch los und waren den ganzen Tag im Wasser. Ich muss sagen, so ein Tag im Wasser macht mich auch immer echt fertig. Ja. Kennt ihr bestimmt, so ein Tag im Schwimmbad. Und ich bin total müde. Ja, aber Endfazit, es war sehr, sehr schön. Ja, war super. Hat sich gelohnt. Und kann man weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Gut, dann beenden wir jetzt diesen Zweitages-Vlog. Der ist mit Sicherheit ein bisschen länger ausgefallen als normal. Macht ja aber auch nichts. Nö, dafür ging er ja auch über zwei Tage. Gut, und dann könnt ihr morgen unsere tolle Heimreise sehen. Das ja, wird wieder spannend. Super spannend. 600 Kilometer. Ja. Na gut, also dann bis morgen, 18 Uhr. Ciao.